Schlitten, danke. Schlitten, danke für die drei. Meint ihr, die haben den Schlitten inzwischen gefunden? Muss ja, oder? Muss ja, die müssen den Schlitten ja gefunden haben. Also für die Leute, die nicht wissen, worum es geht, Bro. Es geht um ihn hier. Boah, Junge. Das wird so geil. Boah, ich hoffe wirklich, dass das Internet gut ist, Chat. Bitte, bitte, bitte. Bro, Ali Toto hat mit einem Handy gestreamt. Wir pullen da ab mit 6 SIM-Karten. Bitte, Bro. Bitte. Das ist geil. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Wir haben extra neue Kamera gekauft, Chat. Alter, wir haben alles, wir sind ready, Bro. Ja, ihr solltet auch vorsichtig sein. Rodeln ain't fun. Rodeln ain't no joke. Bruder, Rodeln ist wirklich kein Joke. Ach du Scheiße. Rodeln ist die Ernst... Also, ich sag euch ehrlich, Rodeln ist gefährlicher als Skifahren und Snowboarden. Bruder, das ist kranke Scheiße, Mann. Das ist kranke Scheiße. Halt, wenn dann so mit 80 km/h so ein 15-Jähriger in deinen Rücken reinfährt, Bruder, ist over. Oh mein Gott. Fahren wir alle hintereinander, oder wie? Soll ich vorfahren? Ihr checkt nicht, alright? Ihr checkt nicht. Wenn ihr schreibt Fragezeichen, Fragezeichen, seid ihr noch nie Schlitten gefahren auf Ernst. Okay? Dann seid ihr noch nie auf Ernst Schlitten gefahren, auf Competitive, Bruder. Übrigens, apropos Competitive, Digga, wir wollen Hugo bei einem Schlittenturnier anmelden, aber ich glaube, das klappt nicht, weil es zu weit weg ist. Aber das wäre so geil. Das Kabel gibt so ein echtes Schlittenturnier, Bro. Übrigens, während wir da sind, ist die Largs Open, Bro. Wir werden Pro-Snowboarder sehen, Pro-Skifahrer sehen und wir haben, glaube ich, so Aftershow-Party-Dinger bekommen von Red Bull. Ich weiß nicht, das dürfen wir wahrscheinlich nicht filmen, aber das wird cool. Ja, das wird cool. Das ist, da gibt's so... Was ist Slopestyle? Ich glaube, das ist einfach so über Schanzen fahren und so, ne? Also einfach so Funpark runterfahren, wer besser macht. Und dann gibt's noch so Halfpipe. Also jedes ist, genau, das ist, glaube ich, das erste Wochenende. Also nächstes Wochenende. Da werden wir da sein, Bro. Das wird übergeil, Bro. Das wird überf***ing dope. Ich freue mich da sehr drauf. Ja. Aber ich will jemanden von euch crashen sehen. Olli fährt vorstand. Hugo meinte die ganze Zeit, er will sich dann da reinschmuggeln, Bro. Hugo ist der festen Überzeugung, dass er sich bei der Largs Open, wo halt die ultrakranken Fahrer sind, dass er dann einmal die Halfpipe runterfahren wird. Okay, Bruder, chill. Da fahr ich wieder, Olli. Er ist fest überzeugt davon. Okay, aber für die Leute, die es nicht gesehen haben, das hier ist passiert, ach, right? Du Scheiße, Digga. Oh mein fucking Gott. Es gibt alles in meine gottverdammte Fresse, Alter. Oh! Ey, bis auf Internet war das so ein unfassbar guter Stream, ne? Das war einer der besten, einer der besten, Bro. Bruder, oh mein fucking Gott. Wow, 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 ey, man hat auch echt viel gesehen. Ich dachte irgendwie nicht, dass man so viel sieht. Okay, dicker Hucke. Oh mein Gott. Bro, diese Strecken. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal sowas gemacht habt, so eine lange Rodelstrecke runtergefahren seid. Die sind alle so gefährlich. Bro, da sind so viele Huckel, weil irgendwelche Familienväter da mit ihren Jack Wolfskin Ultra Boots da komplett in den Schnee gegangen sind, alright? Und dann mal kurz so ein 2-Quadratmeter Loch mit ihren Schuhen ausgehoben haben, Bro. Und dann zackst du da komplett ein, Junge, und es f*** dich danach direkt wieder komplett. Bro, aber trotzdem geil. Ultra geil. Ich kann mit blauen Flecken unten an, aber mega hart. Ach, Digga. Oh, ich bin so auf mein Steißbein. Oh. Ja, ihr seht, das Internet ist wild da gewesen. Echt schnell, Digga. Oh mein Gott, ich werd überschnell. Oh mein Gott, hier kommt ein Huckel. Jetzt so, mein Schlitten! Nein, mein Schlitten! Digga, Bro, der ist einfach so, also hier war so dieser Hang, ne? Und da ging's richtig weit runter, Bro. Der ist einfach weitergefahren, Bro. Und da einfach so vorne runter. Und der ist so, man sieht das gleich noch, der ist so überweit runtergefahren. Oh, das war geil, Bro. Bro, mein Schlitten ist hier reingefahren. Pre-watched, ich war dabei, Bro. Bro, danke, Human, Bro, für die 5 Bremsen. Mega geil. What the f***, was mach ich jetzt? Ich glaube, mein Dick ist an deinem Arsch, Mike. Geil. Digga, hier ist ein Blitzer. Hier steht, wir sollen slow fahren. Slow! Bro, wir sollen hier slow fahren! Digga, Mike ist so eine verdammte Saune. Er ist so schnell gefahren. What the f***? Bro, das sieht nicht, ich finde, sieht das vielleicht schnell aus? Ich finde, das sieht gerade nicht schnell aus, aber es hat sich so krank schnell angefühlt. Alter, fahr nicht so! Bro, das ist so schnell. Guckt euch mal gleich an, wie Mike fliegt, Digga. Bro, ich sehe gar nichts. Fand ich hatte keine... Ich dachte, es ist smart, seine Brille nicht mitzunehmen. Jetzt kommt der legendäre Mike-Flug. Bro, seitdem geht unser eine Router das Ladekabel nicht mehr, glaube ich. Oder die LAN-Buchse. Bro, ich habe da den Router, jemand meinte so, da hinten blinkt noch was. Sammel das mal auf, Digga. Liegt da so ein Router von uns, so ein Netgear-Router für so 500 Euro überteuer, die Dinger. Liegt da so ein Netgear-Router und dann da ist da so ein LAN-Stecker drin, ne? Da sind so...
Ich glaube, drei Anstecker sind da. Ich glaube, USB-C zum Laden, LAN-Kabel zum Internet anstecken und ich glaube, Antennenverstärker, also dass man noch eine Antenne dran machen kann. Bruder, alle waren so maxed out mit Schnee einfach. Also richtig so abgeschlossen. Als hätte man die so vollgestopft und einfach so abgeschlossen. Bruder, die LAN-Buchse geht da einfach nicht mehr. Bro, die LAN-Buchse ist einfach im Arsch da jetzt, weil es da wahrscheinlich einen Kursschluss gab oder so. I don't know. Bruder, also so viel gefickt seitdem. Oh, Digga, ich habe mir überweh getan. Oh. Ich habe ihn nicht weggedreht, es sah nur so aus. Es sah nur so aus. Oh mein f***ing Gott, ich bin so auf den Rücken gefallen. Aber gut oder schlecht? Oh, schlecht auf den Rücken gefallen. Oh, was ist das für eine Fahrtenscheiße. Digga, wie kann man gut auf den Rücken fallen, Bro? Was eine Scheiße, Digga. Oh, sorry. Ich glaube, wir sind Kids. Du hast dich davon ängstigen lassen. Oh mein Gott, Digga, ich hab nichts gesehen. Bro, ey, da liegt irgendwas, was blinkt. Ist es von uns? Ja. Ist es die Kamera? Nee. Was ist das? Mag wohl dein Minecraft Let's Der Router? So Dicker, wie sind wir noch live? Wir haben einen Router verloren. Bro, das wird lustig. Ich freue mich sehr darauf. Ich hoffe, es verletzt sich keiner, Mann. Das wäre das Wichtigste. Es ist mein erster Skiurlaub-Chat, wo ich 2 Wochen da sein werde, Bro. Das wird übelst geil. Ich war noch nie 2 Wochen im Skiurlaub, Bro. Das ist überkrass. Ich bin f***ing hyped. Das wird wirklich awesome. Schau mal, wie es jetzt aussieht in Lux. Ja, ich habe gesehen, Bro, so... Ja! Bro, das wird geil. Holy shit. Oh mein Gott, okay, guck mal, das hier ist die Talstation. Aber auch übelst geil, oder? Also das habe ich mir halt erwünscht. Also das ist live gerade. Also das ist, ich glaube, die ist nicht live. Die macht, glaube ich, so alle 5 Minuten irgendwie so Bilder oder so. Es müsste eigentlich auch Live-Webcams geben. Warte mal, lass mal gucken. Lux Live-Webcam. Ich war eigentlich schon auf so einer Webcam, die so live war. Ja, Bro, also ich sage euch ehrlich, Chat, mehr als das hier kann man nicht erwarten, oder? Guck mal, hier liegt überall im Tal Schnee. Überschön. Hier halt, okay, da fahren hier halt die Autos lang. Klar, da liegt halt nichts. Hier ist halt mit Absicht geräumt. Also das wird awesome und dann, oh mein Gott, guck dich das an. Oh mein Gott, guck dich das an, Chat. Wow, Bro, das ist so cool, Mann. Wirklich. Ich hoffe, das bleibt die nächsten 2 Wochen so. Boah, Digga. Boah, ich hoffe wirklich, das Internet wird gut da und wir können euch da einfach guten Content delivern. Also es wird auch, das habe ich immer das Gefühl, war jetzt nicht das, was alle so krass enjoyen. Es wird auch ein bisschen Gefahr geben. Also wir werden auch ein bisschen Snowboard fahren halt, obvious. Wir werden da jetzt nicht nur labern die ganze Zeit. Das heißt, ihr werdet auch einfach mal nur hören, okay, für eine Minute oder zwei. Aber ich habe schon mit Ügo gelabert. Boah, zu dem See sollen wir auch fahren, meinte jemand. Der soll mega geil sein. Vielleicht fahren wir zu dem See auch einmal hin. Ich weiß nicht, ob das worth ist. Es wäre halt jetzt nur da hinten, das uns angucken und dann vielleicht spazieren gehen. Ich weiß nicht, wie geil das jetzt ist für den Stream oder so. Hugo will unbedingt, dass wir ein bisschen so Offroad, sage ich mal, fahren. Also so ein bisschen durch die Wälder und so. Ich weiß nicht, wie weit das in Lux geht. Ich sehe jetzt hier gerade nämlich nicht so was Richtiges. Boah, Digga, guck mal hier, fette Halfpipe, Bro. Da hinten Funpark, oh mein Gott. Bitte nicht sterben. Nee, wir würden da langsam durchfahren. Wir haben sogar noch einen Selfie-Stick geholt, Chat, damit wir noch ein bisschen geiler uns selber filmen können. Also wir können dann so eine Aktion hier machen, warte. Hier so diese mäßige. Ich hoffe, das klappt. Vielleicht können wir uns so filmen. Wir haben nicht dieses Invisible-Stick-mäßige, das haben wir nicht, weil das geht auch nur im Nachhinein mit AI. Also das heißt, ihr werdet den Stick sehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem cooler, als wenn wir nur POV filmen können. Dann kann man so ein bisschen changen, you know? Nein, Bruder. Hast du in Skigebieten immer gutes Internet? Ja, ey, sagen alle. Oh Gott, bitte jinx das nicht. Bitte jinx das nicht. Habe ich auf der Website gesehen? Ja, habe ich? Wo? Wo ist hier ein, wo siehst du hier eine dicke Antenne oder so, Bro? Oh, hier, das? Ist das hier eine? Was ist das hier? Das sieht antennig aus. Bro, Alter, das wäre so ein perfekter Spot. Ich hab zu viel Tarkov gespielt, egal. Ja, Bro, das sieht aber einfach... Okay, die Kamera-Quali ist ein bisschen unterirdisch, aber das sieht noch fun aus. Ich freue mich da drauf. Das sieht sehr geil. Oh! Oh mein Gott. Ist doch wie beim Digga, Wisdom Blends hat zurückgeschrieben. Er hat geschrieben, gib mir Bescheid, machen wir. Sag mir, welcher Tag ich guck, dann machen wir das. Digga. Boss, Alter, das ist ja so geil. Was machen? Wisdom Brands, der Geil, der den Leuten immer den Edgar schneidet. Schniede, heute Schniede, wie lange bist du angereist? Bruder, da können wir ihn fragen, wie lange er angereist ist, Digga, weil er dann zu uns kommt. Scheiße, Junge, holy shit. Zeppelin, 8 Stunden aus Guatemala angereist gekommen, Bro. Der kommt rum und schneidet uns die Haare einen Tag. Bruder, let's f***ing go. Digga, das ist hart. Habe dir eine Map mit den und allen Antennen in Lux erstellt. Wait, what? Okay, ich lade mir jetzt eine PNG runter, Freunde. Wenn jetzt hier demnächst Dimitri streamt, Freunde, wisst ihr Bescheid. Ja, meint ihr, wenn wir jetzt zum Beispiel uns hier befinden? Ja, hier.
Haben wir da genug, haben wir da hier so? Meint ihr, wir haben da Internet? 4G mindestens. Okay, okay. Ja, das wäre nicht verkehrt. Also es sieht mir aus, als hätten wir hier vielleicht schlechtes Internet, oder? Hier so? Also es sieht aus, als wäre hier vielleicht nicht so gutes, aber vielleicht, ich weiß nicht, wie lange so ein, wie weit so ein 5G-Router, so ein 5G-Mast strahlt. Also wie weit kann man weg sein, um mit dem noch zu connecten, so mäßig, you know? Also was werden das sein? 2 Kilometer oder so? Ich meine, das auf die Höhe gesehen, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber dass sie auf die Höhe sind, 1,6, 1,7 Kilometer so, dann wäre das auch so sein. Vielleicht 2 Kilometer. Wie weit sind, Bro, 5G ist überarsch von der Range. Und 4G? Also ich weiß, dass 5G kürzer ist als 4G, aber wie kurz? Wie kurz ist der ganze Spaß, you know? 5G-Mast-Reichweite. Ich habe keine Ahnung, wie weit was ist. Ja, bei rund 2 Kilometer. Ja, okay, dann war ja mein Tank mega scheiße, dass es bei 2 Kilometer vielleicht noch reicht. Hast recht, Kaio, danke, Digga. Schauen wir mal. Lass uns hoffen. Ja, ich bin sehr gespannt, Chat. Ansonsten fahren wir den Berg, oder? Ich meine, das ist auch cool. Wo ist der Funpark? Seht ihr irgendwo den Funpark hier? Weiß es jemand? Sieht irgendwas für euch nach Funpark aus? Okay, hier ist die Rodelstrecke. Lilas Rodeln. Okay, die Rodelstrecke ist in der Nähe von einem 4G-Mast und einem 5G-Mast. Okay, geil. Das ist wichtig. Ja, ich denke, wir müssen ein bisschen ausprobieren und schauen, welche Strecken gut sind und welche nicht. Vielleicht... Boah, wir könnten halt auf Ultra Tryhard gehen und immer, wenn wir halt fahren und schlechtes Internet haben, das irgendwie irgendwo markieren. Vielleicht, dass man so sagt, jo, wir sind jetzt gerade auf der 52 und das war scheiße, dass wir die dann nicht mehr fahren oder so. Das ist jetzt halt harter Tryhard-Stuff, aber das wäre halt ab Tag 3, wäre das halt überkrass. Das Ding ist, Bro, mit Skyline. Bruder, Skyline würde jede von diesen 100 Pisten einmal runterfahren, Bro. Er würde 3 Wochen vorher da schon mal sein, Bro. Und mit seinem IRL-Rucksack und den 29 SIM-Karten jedes Ding da runterfahren, Bro. Nimm dein Pixel 8 mit, dann markiere ich das vom Standort her. Ja, das könnten wir sonst auch machen. Aber wir können auch einfach eintragen, so, keine Ahnung, die 31 ist Arsch und so. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht, ey, Preach. Alright, Preach. Vielleicht ist auch einfach alles mega gut da. Boah, Digga, das wär der Traum. Wirst du nächste Woche auch mal in Adelboden-Lenk am Fahren sein? Ich weiß nicht, ist das da in der Nähe? Also wenn ihr noch irgendwas kennt, Chat, was so 1-2 Stunden von Lax entfernt ist, okay? Also da, wo wir sind, dieses Skigebiet. Wenn ihr irgendwas kennt, was 1-2 Stunden von da entfernt ist, wo ihr sagt, das müssen wir unbedingt machen, dann schreibt, alright? Dann schreibt. Irgendwas, was Streaming-Content ist. Sehr wichtig, sehr wichtig. Alter, was? Die längste Rodelbahn der Schweiz. Alter, 480 Meter Höhendifferenz, 3 Kilometer Rodelstrecke. Wait, achso, das ist so eine Sommerrodelbahn-mäßige Nummer oder was? Oder beides, ich check's halt nicht. Ja, Sommerrodelbahn. Alter, sollen wir das auch machen? Digga, ist auch geil. Aber da ist Winter, Mann. Ja, weil man nennt die doch Sommerrodelbahn. Okay,